Nach Artikel 38 der DDR-Verfassung war es die vornehmste Pflicht der Eltern, ihre Kinder zu staatsbewussten Bürgern zu erziehen. Wer dieser Pflicht nach Meinung des SED-Regimes nicht nachkam, weil er zum Beispiel versuchte zu fliehen, dem drohte der Entzug der Kinder und die Zwangsadoption. Noch heute suchen Eltern ihre leiblichen Kinder mit geringen Chancen, weil sie offiziell keine Akten einsehen dürfen. Ein neuer Gesetzesantrag vom Land Sachsen im Bundesrat soll das aber nun ändern. Von seinem Sohn Marco kannte Andreas Lake lange nur ein Babyfoto. Wegen versuchter Republikflucht saß der Vater im Gefängnis, als der Sohn 1984 zur Welt kam. Das Neugeborene wurde gegen den Willen der Eltern zur Adoption freigegeben. Nach dem Mauerfall suchte Lake weiter, wandte sich mit seiner Suche an die Medien. Dann endlich, 2013, ein Anruf seines Sohnes. Ich habe auch 29 Jahre geglaubt, ich bin ein Einzelfall. Ich habe mich um meinen Fall gekümmert. Und habe erst nach dem Wiederfinden meines Sohnes festgestellt, anhand der vielen Anrufe und E-Mails, dass es ganz, ganz viele Betroffene gibt, die auch suchen. 2017 gründete er deshalb die Interessengemeinschaft Gestohlene Kinder der DDR. Die Forderung? Eine Änderung des Adoptionsgesetzes. Bisher kann nur das adoptierte Kind selbst seine Akten einsehen. Lake fordert dieses Recht auch für die biologischen Eltern. Letztes Jahr haben die Betroffenen eine Petition im Bundestag eingereicht. Daraus ist ein Gesetzesantrag entstanden, den das Land Sachsen jetzt im Bundesrat eingebracht hat. Weil dieses Kapitel an dieser Stelle noch nicht aufgearbeitet ist, möchten wir, dass diese Menschen die Möglichkeit haben, in die Akten hineinzuschauen, Einsichtsrechte bekommen, in die ehemaligen Jugendamtsakten zum Beispiel hineinschauen können. Auch was dort an Vorwürfen dokumentiert ist, die möglicherweise gar nicht stimmen. Für Andreas Lake ist dieser Gesetzesantrag ein Erfolg. Das ist erstmal ein sehr gutes Signal im 30. Jahr der Friedlichen Revolution. Nach 30 Jahren, ich betone es mal, dass sich jetzt endlich was tut zum Thema Zwangsadoption. Und das ist der erste Schritt in richtiger Richtung. Als nächsten Schritt fordert Andreas Lake eine unabhängige Anlaufstelle, die betroffene Eltern bei der Suche nach ihren leiblichen Kindern unterstützt.